Mit mir? Lieg still. Reden kannst du ja. Aber beweg dich um Himmels Willen nicht. Ui, das ist ja ein tolles Porträt. Den Stil kenne ich doch. Diesen Pinselstrich. Das ist Dorian Villesse. Ja, ich erkenne diesen Pinselstrich auch direkt. Ich habe sagen hören, dass Anna Henrietta selbst schon ein Porträt von dir malen lassen wollte. Richtig. Einmal hat der Palastkämmerer mir geschrieben, aber leider wollte man meine Bedingungen nicht akzeptieren. Nackig machen. Was war denn das Problem? Als der Kämmerer erfuhr, dass ich nur Akte male, brach er den Kontakt ab. Er sagte, er würde nicht wagen, der allergnädigsten Herren so etwas auch nur vorzuschlagen. Ich wollte sie immer malen. Schau. Vielleicht kriegst du deine Chance noch. Der Künstler. Wir kamen her, um mit dir zu sprechen. Mit mir? Aber warum? Der Adlige aus Zintra, mit dem du hier bist, interessiert uns. Der Adlige aus Zintra? Ah, ihr verwechselt mich mit Cecilia. Die Orchidee? Ich dachte... Nicht bewegen, sag ich. Cecilia hat am Ende ihrer Vorstellung die Blüte ins Publikum geworfen. Ich habe sie gefangen. Aber ja, den Adligen habe ich gesehen. Wir würden ihn gerne sprechen. Wie sieht er denn aus? Wie viele hier. Groß, dunkel, maskiert. Weißt du, wo er jetzt sein könnte? Er hat Cecilia ein kleines Geschenk gemacht. In einer herzförmigen Schachtel. Dann sind sie zu den Erfrischungen gegangen. Madame, Monsieur, entschuldigt, aber so kann ich nicht arbeiten. Ihr müsst gehen, jetzt. Oh. So ein Kunstbanause. So. So, hier hätten wir noch ein bisschen Alchemie-Zutaten. Sobald wir fertig sind, schauen wir mal nach. Wir haben ja ein, zwei neue Rezepte bekommen. Vielleicht können wir was verstärken. So, mal sehen, was haben wir hier? Einen Liebesbrief. Ein Liebesbrief an eine Serviette gepinnt. Charles. Laura. Oh, meine Herzallerliebste. Oh, einziger Sonnenstrahl am Firmament meines Lebens. Ich schütte dir mein Herz aus. Seit Wochen werfe ich verstohlene Blicke in deine Richtung, in der Hoffnung, dass du vielleicht einen Bruchteil der Gefühle für mich empfindest, wie ich sie für dich hege. Ich habe lange gewartet und Mut gesammelt, um dir meine Gefühle zu gestehen. Ich hätte auch noch länger gewartet, wenn du auf der heutigen Soiree nicht in Gesellschaft dieser zechenden, schwaffenden und angeberischen Weiberhelden Alphonse de Resid aufgetaucht wärst. Als ich sah, wie du von diesem mickrigen Arsch umschmeichelt wurdest, wusste ich sofort, dass ich handeln musste. Deshalb griff ich zu den besten Waffen in meinem Arsenal, der Feder und dem gewandten Wort, und habe diesen Brief an dich verfasst. Vergib mir, dass er auf einer Serviette steht, da ich zu jedem Zeitpunkt nichts Passenderes in der Hand hatte. Oh, du bezauberndste aller Frauen, glaube kein Wort von dem, was er dir ins Ohr flüstert. Er ist schlüpfrig wie eine Schlange und zweimal so giftig. Weise seinen Avancen zurück und lass stattdessen uns beide Hand in Hand spazieren. Ich will dich mit Trauben füttern und gemeinsam mit dir das Glück auf Erden erleben. Für immer dein... Fabian. Oh, das sehe ich auch so. Oh, Anna Henrietta ist eher die brachialere Frau. Die mag nicht so Romantik. Ich glaube, der liebe Herr Künstler, der weiß genau, dass er schon fertig war. Da hat jemand seine Laute vergessen. Sieht ein bisschen wie die von Rettersporn aus. Seine ist zerkratzt. Er ist damit mal verdroschen. Woher weiß sie das denn? Okay, wir hätten hier nochmal was. Eine die Herz. Herzförmige Schachtel. Die Herzschachtel. Boah, ich muss mich mal ein bisschen aufsetzen. Bitte nehmt mir das nicht böse, aber boah, mein Arm, mein linker. Oh, den Duft folgen. Das ist doch schon mal schön. Schaut, man sieht dein Bein.
Ah, ouch, 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 ouch. Folgen wir dem Duft. Na? Oh, das tut gut. Das ist ein bisschen blöd. Na, und wo führt es uns hin? Zu dem Leibwächter, natürlich, der jetzt natürlich... Doch, der ist noch da. Na gut, okay. Wow, mein Arm ist noch im Bild. Wie ich schon sagte, nur für Künstler der Mandragora. Da kann ich nichts machen. Komm, lass uns überlegen, was wir jetzt machen. Diese Stimme, die würde ich überall erkennen. Oh oh. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich habe 15 Jahre im Palast gedient. Edle Herren, ich würde dich niemals verwechseln. Psst, nicht so laut. Wir sind inkognito hier. Staatsangelegenheiten. Jawohl, gnädige Herren. Wie kann ich dienen? Toll, das ist dem davor also nicht aufgefallen. Na gut, aber das ist das Wichtigste. Wir können uns hoffentlich auf deine Diskretion verlassen. Natürlich. Ich werde schweigen wie ein Grab. Ich versuche mich mal in die andere Richtung zu legen. Nein, geht nicht. Wir suchen Cecilia Belante. Hast du sie gesehen? Sie ist in ihrer Garderobe. Adeln. Die fühlen sich eindeutig voneinander angezogen. Oh, na das ist doch was. Wahrscheinlich edel. Schultern? Juhu! Also dann sieht man mich. Nein, man sieht dich nicht. Auf mein Buch. Nein, auch nicht. Das muss er sein. Nur ein bisschen ein Buch, ja. Jawohl, gnädige Herren. Ich bringe euch hin. Nein, du bleibst hier. Wenn jemand zu fliehen versucht, hältst du ihn auf. Boah, schon besser. Verstanden. Oha. Na, dann gucken wir mal, ob wir die jetzt stören. Anna Herrietta, doch nicht so eilig. Die zwei waren doch sehr angetan von sich wahrscheinlich. Das bedeutet... verschlossen? Okay. Das muss Cecilia sein. Mhm. Das hast du richtig erkannt, Zombie-Fan. Wir kommen zu spät. Nein, Cecilia. Hat ihr die Kehle durchgeschnitten? So ein Tier. Zur Tür ist er nicht raus. Das hätte die Wache gesehen. Er könnte hier noch irgendwo sein. Du musst ihn finden, bevor er noch mehr anrichtet. Ich sage sofort Oriana Bescheid. Sie muss die Soiree sofort beenden. Wir sollten uns nicht trennen. Geralt, ich komme zurecht. Geh du dem Halunken nach. Ich hole Hilfe. Die trennen sich ganz schön oft, du. Da rattert's in meinen Köpfelein. Gut, schauen wir uns mal die gute Frau an. Er hat sie umgebracht und ist dann zum Balkon raus. Hier ist noch ein bisschen Blut, glaube ich. Muss von ihm sein. Okay, so. Er hat die Tür eingerissen und eine Plattform rausgebracht. Nicht dumm. Muss auch ganz schön stark sein. Und dann wahrscheinlich hier... Oh, hier haben wir noch einen Hinweis. Er hat den Blumentopf mit der Tür zerbrochen. Und ist dann in die Erde getreten. Das bedeutet also Fußspuren. Interessant, okay. Er muss diese Leiter benutzt haben. Aha, okay. Wer das wohl war? Spuren von dreckigen Stiefeln. Na, hochklettern? Sehr schön, Geralt. Ich hoffe, dass wir uns vor einem Kampf wieder umziehen können, sonst wird es... noch hier sein. Ich sollte aufpassen. Er hat einen Spiegel zertrümmert. Warum? Ein zerschlagener Spiegel. Jemand ist damit kollidiert und dann zu Boden gegangen. Ach so ist das. Okay, ich dachte, das hatte er freiwillig getan oder halt aus Wut oder so. Blutflecken. Oh. So. Glieder einer zerrissenen Kette.
An der muss das Juwel gehangen haben. Ein wertvolles Juwel. Ein mit einem blutigen Fingerabdruck. Den wollte der Dieb wohl haben. Daneben kleine Kettenglieder. Von einer zerrissenen Halskette vielleicht. Offenbar hat es einen Kampf gegeben. Ein Schmuckkästchen. Das Schloss ist kaputt. Vermutlich aufgebrochen. Ein normaler Dieb also? Ich bin mir da nicht sicher. Na schön. Was haben wir denn hier noch? Okay, hier ist er wohl raus. Sieht kostbar aus. Aber deswegen bin ich nicht hier. Warum denn nicht? Ein leeres Tintenfass. Umgeworfen. Es zeigt in den Raum. Die Leinwand ist zerschnitten. Da war jemand mit einem Messer dran. Aber warum? Was gab es da einen Kampf? Das verzierte Jagdmesser. Ein reich verziertes Jagdmesser. Damit wurde wohl gekämpft. Okay, und ich glaube, raus ist er durchs Fenster. Der Wandleuchter ist verbogen und blutbeschmiert. Wollte sich da jemand dran festhalten? Blut am Fensterrahmen. Ob jemand rausgeklettert ist oder rausgefallen? Und nun? Das Juwel war wohl in der Schachtel. Der Zintrier wollte es stehlen und ist erwischt worden. Dann gab es eindeutig einen Kampf. Und einer von beiden ist aus dem Fenster gefallen. Der Sturz muss tödlich gewesen sein. Das Juwel ist noch da. Also muss es der Zintrier gewesen sein, der gefallen ist. Das ist also der Fährtenleser. Ein Hexer, ja? Ja, das ist er. Wir haben die Leiche zusammengefunden. Dann ist er dem Mörder nachgegangen. Dann bin ich hier gelandet und habe nur die Spuren eines Kampfs gefunden. Offenbar hat es sich für den Zintrier nun ausgemordet. Schade, dass es für Cecilia zu spät war. Armes Mädchen. Ich habe ihr gesagt, dass sie ihre Männer schlecht auswählt. Aber einen Mörder hätte ich niemals vermutet. Ich alarmiere die Bediensteten. Sie sollen sich um ihre Leiche kümmern. Kommt, setzen wir uns doch. Dann erzähle ich euch alles ganz genau. Oha. Ich hatte ihn auf frischer Tat beim Stehlen ertappt. Er durchwühlte meine Sachen. Was hast du getan? Die Wache gerufen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich wollte nicht, dass er flieht. Er stand mit dem Rücken zu mir, also habe ich ihn angegriffen. Er schlug sich den Kopf an einen Bilderrahmen, als wir kämpften. Er blutete, war benommen. Und dann zog er ein Messer. Dann ging alles ganz schnell. Ich schlug ihm die Waffe aus der Hand und schubste ihn. Starb. Er fiel aus dem Fenster. Genau. Es war leichtsinnig, ihn anzugreifen. Naja, aber lass uns ihn mal reden. Es ist nicht wirklich klug, sich mit einem bewaffneten Dieb anzulegen. Naja, warum? Aber... Weil ich eine Frau bin? Oh. Ein Kleid und keine Rüstung trage? Ich kann sehr gut auf mich aufpassen. Ist ja eine gut. Haarnadel sieht vielleicht wie ein Schmuckstück aus. Aber im Auge ist sie so wirkungsvoll wie eine Klinge. Alter, die Frauen hier sind voll dreist drauf. Ich glaube, der Mann wollte dich ausrauben, als du ins Zimmer kamst. Ja, er stand vor meinem Frisiertisch und hat meinen Schmuck durchwühlt. Um das zu suchen, nehme ich an. Das habe ich beim Suchen entdeckt. Das ist ja das Herz von Toussaint. Oh, Hannah, wo hast du das her? Ich habe es gekauft. Vor vielen Jahren. Von einer jungen Frau. Oh, was? Hast du mir Hasenohren verpasst? Ach, Schatz! Nur Blödsinn im Kopf. Die Frau. Okay. Das Juwel scheint wichtig zu sein. Warum?